Die Bildbearbeitung ist ein fester Bestandteil im Alltag von Architektinnen und Architekten. Ob es das schnelle Rausretuschieren von einzelnen störenden Elementen ist oder das komplette Verändern oder Erschaffen von komplett neuen, nie dagewesenen Welten, alles geht mittlerweile in Photoshop. Mit der neuen Photoshop Beta könnt ihr ganz einfach Dinge löschen, verändern oder hinzufügen oder sogar den gesamten Bildausschnitt verändern und erweitern. Was ihr damit anstellen könnt, was es für nützliche Use Cases gibt, das verrate ich euch in diesem Video. Also viel Spaß. Erst möchte ich euch zeigen, wie ihr an die neue Photoshop Beta Version herankommt. Ist auch super einfach, dauert nur eine Minute. Entweder geht ihr in die Creative Cloud rein, kommt dann hier auf Applikation und hier unten steht dann schon Beta Applikation. Ne? Und dann seht ihr schon direkt Photoshop Beta, könnt dann auf Installieren klicken und das war's. Alternativ könnt ihr auch über den Browser die Cloud herunterladen. Auch für diejenigen interessant, die jetzt nicht direkt die Adobe Cloud haben. Ihr tippt dafür Adobe Firefly ein. Und dann kommt ihr hier auf dem ersten Ergebnis KI-Kunstgenerator. Habt ihr auch die Möglichkeit, die Photoshop Beta herunterzuladen oder halt auch Firefly direkt im Web auszuprobieren. Gerade für diejenigen, die jetzt, wie gesagt, keinen Photoshop haben, super praktisch. Ist natürlich ein bisschen eingeschränkter hier alles, aber hier ist auch spannend mal zu sehen, was da alles auch gerade in der Mache ist. Ne? Also auch für die To-Image, Extend-Image gibt es verschiedene Dinge, die hier noch anstehen. Sobald ihr dann die Photoshop Beta heruntergeladen habt, sieht das Ganze so aus. Ihr habt eigentlich ein ganz, ganz normales Fenster, so wie man das eigentlich auch schon von Photoshop kennt, hat sich jetzt nicht viel verändert. Wir öffnen jetzt einfach mal ein Bild und eigentlich sieht alles mehr oder weniger wie vorher aus. Ihr werdet jetzt sehen, dass wir hier unten so ein neues Menü haben und das hat sich jetzt verändert. Darüber werden auch hinterher die spannenden KI-Funktionen verfügbar sein. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, den Hintergrund zu entfernen. Man muss eigentlich nichts mehr machen. Und jetzt erkennt er direkt, ah, okay, das ist dein Haus, das ist das Hauptmotiv. Und auf einmal ist der Hintergrund automatisch entfernt. Ist jetzt nicht perfekt an einigen Stellen, sieht man, dass ihr noch Probleme hat. Aber dadurch, dass wir hier natürlich einfach eine Maske haben, kann man auch einfach sehr leicht wieder reingehen. Und dann zum Beispiel hier mit dem Pinsel. Ich bin nicht so Mac-bewandert, deswegen verzeiht mir hier das Umständliche. So kann man jetzt einfach Dinge wieder hinzufügen, wie die Treppe zum Beispiel oder auch hier diese Dinge einfach wieder rauslöschen. Also super, super spannend schon mal an dieser Stelle. Die neuen, sehr spannenden Funktionen sind jetzt aber vor allem dann sichtbar, wenn man zum Beispiel jetzt etwas auswählt. Also ich wähle mal diesen Bereich hier aus und habe jetzt hier ein neues kontextbasiertes Tool. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier die Möglichkeit, die Auswahl umzukehren oder direkt den Bereich zu maskieren. Also ihr bekommt jetzt einfach dieses neue Fensterchen, was ihr euch immer umschieben könnt, bekommt ihr einfach ein neues kontextbasiertes Menü. Und hier kommt jetzt auch dieser magische neue Button, worin die ganze Magie auf einmal passiert. Und zwar, wenn wir hier auf generative Füllung klicken, können wir jetzt zum Beispiel etwas beschreiben. Beschreibe, was du generieren möchtest oder gib einfach gar nichts ein. Das Ganze funktioniert nur auf Englisch, also ihr müsst darauf achten, dass ihr dann auf Englisch eingibt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier, ich sag mal, Red Flowers oder einfach nur Flowers eingebe und dann auf OK drücke, muss ich schon gar nichts mehr machen und wie ihr seht, relativ schnell macht hier die Photoshop KI im Hintergrund den Rest. Das Ganze basiert auch auf der eigenen KI von Adobe, Firefly, ich habe den Namen hier gerade schon erwähnt. Und wenn jetzt hier dieser Ladebalken zu Ende ist, seht ihr auf einmal schon die ersten Ergebnisse. Gut, diese Blumen sind vielleicht ein bisschen übertrieben. Diese Blumen, super interessant, lehnen sich sogar an, ein bisschen an dem hier im Hintergrund. Und der dritte Vorschlag, auch ähnlich wie das. Also ihr seht immer, ich habe entweder die Möglichkeit, mir hier drei Vorschläge durchschalten zu lassen oder kann das auch hier eingeben. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal sagen, okay, das passt mir so. Ich sage jetzt aber zum Beispiel, diese Blumen sind zum Beispiel Red. So. Und dann sollte er jetzt wieder in diesen Bereich reingehen. Und vielleicht orientiert er sich auch wieder den Blumentyp an den anderen. Und wie ihr seht, ja, das ist eigentlich schon die ganze Magie. Also ihr könnt ganz einfach Dinge hinzufügen. Jeder, der sich ein bisschen mit Photoshop beschäftigt, weiß, was das für ein Akt ist. Sag ich mal, sich Referenzbilder rauszusuchen, das alles einzubetten. Und wie ihr seht, er geht ja auch mit dem Schatten schon gut um. Also auch bei den Pflanzen hier hat er sich echt gut eingefügt in den restlichen Rasen. Ich muss sagen, diese Blumen gefallen mir jetzt nicht so sehr, weil es auch einfach generell in der Komposition einfach zu krass ist. Deswegen lösche ich das wieder hier raus. Ihr habt auch die Möglichkeit, einfach die Ebenen wieder an- und abzuschalten. Also es ist auch nicht destruktiv. Ihr könnt immer mal wieder hier reingehen und die Dinge wieder auch rückgängig machen.
Ihr habt aber nun nicht nur die Möglichkeit, Dinge hinzuzufügen, sondern ihr könnt auch Dinge komplett rauslöschen, die ihr eigentlich gar nicht haben wollt. Also ich versuche das jetzt mal, wie ihr damit umgeht, wenn ich sage, ich lösche das einfach alles raus. Ich gebe jetzt mal einfach gar nichts ein und sage generieren. Mal sehen, was ihr jetzt an dieser Stelle hinzufügt. Ich vermute mal, ohne es genau zu wissen, dass er jetzt einfach das Haus entfernt und ja, alles mehr oder weniger Landschaft und Wald im Hintergrund sein wird. Man muss an dieser Stelle bedenken, je größer die Auswahl ist, also je mehr Pixel er zu berechnen hat, desto ja, schlechter werden die Ergebnisse. Also je kleiner deine Fläche ist, desto ja, detaillierter kann das Ganze werden. Wie ihr seht, er hat jetzt hier schon vieles rausgenommen, irgendwie so eine Art Ruinen oder Artefakte noch in den Hintergrund genommen. Aber was ich schon mal sehr cool finde, ist zum Beispiel der ganze Bereich. Also dieser Wald ist für mich gar nicht mehr zu unterscheiden von dem vorher gerenderten. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier reingehen, das alles nochmal rausnehmen. Nochmal ein bisschen kleineren Bereich, weil ich sage, das gefällt mir nicht so gut. Drücke wieder auf Generieren und schon kann ich einfach so oft, wie ich will, einfach reingehen, mir verschiedene Varianten darstellen lassen. Ich habe mir die anderen Varianten jetzt gar nicht angeguckt, blöderweise. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich nehme das so und schaut mal, schon habe ich einen Park generiert. Das finde ich schon mal echt cool. Da, wo vorher beim Rendering einfach ein Gebäude stand. Die Ecke ist jetzt irgendwie noch ein bisschen komisch. Ich sag mal so. Schreibt man nochmal Lake dazu. Und ja, schon habe ich ein komplett neues Bild. Ich muss sagen, ich finde das Ergebnis wirklich beeindruckend. Also wenn man hier mal ein bisschen ins Detail reingeht und die Ebenen dann halt an- und abschaltet, um zu sehen, wie es vorher war. Ich finde, der hat das wirklich gut hier reinbekommen. Ha, süß. Jetzt hat er hier noch so einen kleinen Pavillon dazu gerendert. In dem Fall ja auch. Hat er irgendwie in allen Varianten dabei. So kann man sich also ein Bild annähern. Und immer wieder reingehen, Dinge verändern, anpassen, rauslöschen, hinzufügen. Und ihr spart euch einfach einen Haufen Arbeit. Weil jeder, der ja, weiß, wie viel Zeit sowas kosten würde in Photoshop, der weiß, da, ja, wie sehr das hier zu wertschätzen ist. Neben der Möglichkeit, Elemente hinzuzufügen, zu verändern oder auch zu entfernen, habt ihr die Möglichkeit, auch zum Beispiel das Bild zu erweitern. Also angenommen, wir haben jetzt hier so ein Rendering, das ist jetzt im Hochformat aufgenommen, beziehungsweise gerendert worden, weil es einfach im Layout gut gepasst hat. Wir sagen, jetzt wollt ihr aber zum Beispiel mal einen Instagram-Post daraus machen und das ganze Ding sollte jetzt quadratisch sein. Wir versuchen mal, was er daraus macht, wenn ich jetzt hier einfach mal den Kontext etwas erweitere. Und jetzt sage ich mal, er soll sich den Bereich hier nehmen. So. Was wichtig ist, ihr solltet immer darauf achten, dass ihr ein bisschen etwas von, also ein paar Pixel aus dem Bestandsbild zumindest mitnimmt. Weil was sonst passiert ist, dass ihr eine harte Kante kriegt. Also wenn ihr jetzt nur die Auswahl nehmt, dann werdet ihr da einfach keinen sauberen Übergang haben. Deswegen gebt immer ein paar Pixel dazu. 2, 3, 4, 5 Pixel reichen schon vollkommen. Und schon könnt ihr hier ein Ergebnis erzielen. Wir warten mal ab, was er dieses Mal macht. Wenn ich jetzt einfach mal nichts dazu sage und nur dieses Bild quadratisch machen will, ich möchte jetzt auch diesen Entwurf nicht verändern, weil ja, der ist ja von mir geplant und links der Kontext ist jetzt nicht so wichtig, ob das Gebäude exakt so aussieht, wie es vorher war. Guck mal, Leute, ist das nicht der Wahnsinn? Also, ich habe nichts erzählt, ich habe einfach nur gesagt, hier diese Fläche bitte erweitern und das erste Ergebnis ist schon absoluter Wahnsinn. Also, in echt ist jetzt hier zwar eine Straßenszene. Und kein Busch. Ich muss wirklich sagen, richtig, richtig cool. Also diese Szene jetzt hier, auch mit dem Weg, wie ihr seht, dieser Weg, den ich hier angedeutet habe, der läuft hier noch weiter. Also das hier, alles in 3D noch selber zu bauen, absolut unnötig. Ich möchte es gleich mal nochmal einmal probieren, wie es aussieht, wenn ich jetzt zum Beispiel die Szene nehme und sage, irgendwie Street Scene zum Beispiel. Ist natürlich immer auch die Frage, ja, wie gut ist der Input? Also je nachdem, was du reinschreibst in diesen Prompt, desto besser sind natürlich auch deine Ergebnisse. Also wenn man hier andere Begriffe verwendet, kommen halt auch andere Ergebnisse raus. Also mal sehen, was jetzt mit Street Scene kommt. Vielleicht auch sowas wie Street Context oder Building Context. Aber Leute, ist das nicht krass? Ich muss sagen, die Laterne hier im Vordergrund müsste jetzt für mich nicht sein. Das Gebäude im Hintergrund ist auch ein bisschen komisch, aber hier hat er die Straße auf jeden Fall angedeutet. Und schaut mal, wie der das hier alles zusammen mercht. Also ich finde es absolut beeindruckend. Hier ist es nochmal ganz witzig, dass er hier auch dieses Element, dieses Sitzkissen mitgenommen hat. Klar, stimmt jetzt der ganze Maßstab irgendwie nicht. Das Straßenschild wäre mir jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen zu ramponiert. Aber
ja, die Tendenz ist auf jeden Fall schon sehr stark. Man darf natürlich auch nicht vergessen, das ganze Ding ist eine Beta. Also es ist noch gar nicht öffentlich, es ist noch gar nicht fertig. Und schon ist es so stark. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen neugierig, was er hier auf die andere Seite macht, wenn man das mal ausprobiert. Weil er kriegt da schon gute Sachen hin. Ich lasse es mal so und schaue, ob er jetzt mit dieser filigranen Architektur irgendwie was anfangen kann, ob er das aufgreifen kann, was er daraus macht. Das Ergebnis ist da und Leute, es ist doch der Wahnsinn, oder nicht? Also er versteht, dass wir hier so eine tragende Struktur haben. Er hat auch irgendwie verstanden, dass es hier sich um so ein Oberlicht handelt. Hier kommt er mit diesen Holzstreben nicht so ganz zurecht. Und hier wusste er jetzt auch nicht so komplett, was er damit anfangen soll. Ich sag mal, könnte besser sein, wenn ich mir jetzt das angucke. Gut, da hat er jetzt einfach so eine leichte Wand rausgezogen. Hier wieder Bäume als Kontext. Und was ist das dritte? Okay, nochmal eine ganz andere Situation. Also ich sag mal, der Bereich ist wahrscheinlich einfach zu groß, ne? Also dass er da einfach nicht mit hinterherkommt. Aber wie gesagt, das ist eine Beta. Lassen wir uns mal ein bisschen abwarten, was da noch kommt. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr stark. Das Gleiche funktioniert auch übrigens mit Bildern. Also ich habe hier mal ein Aquarell, was ich gemalt habe, genommen. Wenn ich jetzt mal sage, er soll mit dem Bereich hier erweitern. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die ganze Fläche hier und schreibe mal rein Watercolor of Venice Desaturated Color. Also er soll jetzt ein Wasserfarbenbild, das Wasserfarbenbild erweitern. Das, was ich habe, mit entsättigten Farben. Ich bin mal gespannt, ob er sich trotzdem an die Farben hält, die ich reingegeben habe, oder ob er wirklich komplett schwarz-weiß wird. Und das ist das Ergebnis. Also er hat auf jeden Fall schon mal verstanden, dass hier unten Wasser ist. Diese Hauslinie ist irgendwie mit diesem Turm umgegangen. Der Himmel, muss ich sagen, wirklich, wirklich stark. Also auch, wie sich hier das Papier nochmal weiterzieht, echt richtig cool. Das ist natürlich der Wahnsinn. Und das gefällt mir auch richtig gut. Ich glaube, wenn ich gehe jetzt nochmal hier rein und sage zum Beispiel, nimm mal diese Fläche und mach hier ein Cathedral hin. Ich schreibe mal nicht Watercolor dazu, mal sehen, ob das auch selber versteht, dann eine Kathedrale rauszumachen. Ist das unglaublich. Also wir haben jetzt hier unsere Kathedrale ungefähr, ja, ich sag mal, passt sich ungefähr ein bisschen an im Stil. Was ich vielleicht mal cool fände, wenn man jetzt hier ausprobiert zu sagen, mach jetzt hier keine Gebäude hin, sondern irgendwie sowas wie einen Green Park with Trees. Ich sehe auch gerade hier unten, dass er auch so eine Art Unterschrift hinzugefügt hat. Ich meine, das stimmt jetzt natürlich alles so gerade gar nicht ganz. Ah, okay. Also er kommt hier schon mal in die Richtung. Ja, vielleicht sowas in die Richtung. Und ich sage jetzt mal, vielleicht hier noch ein bisschen mehr. Foggy Mountains in the Background. Also so neblige Berge. Mal sehen, was er daraus macht. Aber Leute, wie ihr seht, also wenn ich das Bild jetzt zum ersten Mal sehen würde, wüsste ich nicht, was davon gemalt ist oder was davon zuerst gemalt wurde und was nicht. Guck mal, hier sowas in die Richtung. Ich meine, ist jetzt nicht perfekt, aber wenn man da noch ein bisschen reingehen würde, nochmal Details korrigiert, dann könnte das halt echt ein richtig cooles Bild sein. Ihr habt auch übrigens die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt ihr mögt jetzt diese ganze Geschichte noch nicht, ihr habt auch die Möglichkeit, einfach noch mehr Variationen euch zu geben. So, ich bin jetzt hier in der Ebene zum Beispiel drin, könnt ihr jetzt auch den Prompt nochmal ändern, also den Befehl. Ich könnte jetzt sagen, Foggy Mountains in the Background. Lass es mal einfach so stehen, aber drückt mal nochmal auf Generieren und so könnt ihr im Grunde unbegrenzt viele Variationen euch generieren lassen. Also selbst wenn ihr bei den ersten drei Ergebnissen noch nicht zufrieden seid, klickt da einfach nochmal drauf und schon kommen drei komplett neue Sachen. Und das, muss ich sagen, ist schon wirklich unglaublich. Ja. Irgendwie hat er gerade das mit den Mountains nicht so richtig hingekriegt, obwohl ich muss sagen, das Bild gefällt mir schon echt gut. Ich mache das hier nochmal einmal weg.
So Leute, das ist jetzt einfach mal das Endergebnis. Ich habe noch ein bisschen rumexperimentiert und mal geguckt, was so geht. Ohne da jetzt zu tief reinzugehen, ich muss wirklich sagen, es ist aber echt ein cooles Bild. Ich könnte jetzt auch gar nicht so richtig, wenn ich das Bild das erste Mal sehen würde, unterscheiden. Ich sag mal, was jetzt hier dann echt ist oder was ich gemalt habe und was nicht. Man könnte das natürlich jetzt auch wirklich bis zur Perfektion treiben, aber dafür ist das Video nicht gedacht. Aber hier auch zu sehen, es ist völlig egal, ob ihr jetzt ein Foto habt, ein Rendering oder eine Zeichnung. Ihr könnt im Grunde das manipulieren, wie ihr möchtet. Manchmal gibt es auch die Situation, dass man vielleicht eine Skizze hat von einem Gebäude oder in diesem Fall eine Zeichnung, so eine Linienzeichnung aus dem CAD herausgegeben und ihr habt vielleicht noch gar keine Umgebung. Und ihr sagt, ja, jetzt könnte ich hier natürlich auch die Häuser selber zeichnen, aber es ist schon spät und ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Und ihr könnt natürlich jetzt auch einfach euch den Kontext komplett erfinden lassen. Also angenommen, wir nehmen jetzt hier zum Beispiel mal diese Kante. Ich habe zum Beispiel hier eine Umgebungssituation. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Umgebungssituation. Ich möchte, dass die Häuser zum Beispiel ungefähr in der Höhe sind, ja, wie das jetzt auch hier skizziert ist. So, ich sag mal irgendwie sowas. Und jetzt schreibe ich einfach rein, das können wir mal ausprobieren, Sketchy Buildings. Aber na guck mal, da haben wir schon mal grob etwas, was man verwenden könnte. Aber ich sage jetzt zum Beispiel mal, dass ich hier unten, das soll jetzt mal eine Wasserreflexion sein. So, ich meine, jeder, der so mit Photoshop sich auskennt, der weiß, okay, man wird das jetzt nehmen, wird das Spiegel ein bisschen verzerren und sowas. Alles machbar, dauert halt ultra lange. Ne? Ich schreibe jetzt einfach Sketchy Water Reflection und schaut doch mal, das ist doch schon mal richtig cool. Also man sieht hier schon mal, Wasser ist da. Überall an den Stellen, wo ich Gebäude sind, sieht ihr, dass es verdunkelt wurde im Schatten. Ne? Also bei einer anderen Variante noch mal ein bisschen klarer. Ah, hier hat das nicht so schön hingekriegt. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal das erste hier nimmt, muss ich sagen, ist wirklich schon echt cool. Ein weiterer Anwendungsfall, wofür die KI sehr spannend sein könnte, ist zum Beispiel Materialien zu verändern. Also ihr habt zum Beispiel ein Rendering gemacht und wollt zum Beispiel vielleicht mal ein paar Materialien ausprobieren. Klar, ich meine, wenn man jetzt ein Rendering hat, macht es vielleicht keinen Sinn, das dann halt über Photoshop zu machen, weil man hat ja sowieso schon das Rendering und da kann man ja auch die Materialien einfach im Renderprogramm ändern. Aber angenommen, viele von euch arbeiten ja auch direkt beim statt zu rendern in Photoshop und ihr habt jetzt eine Collage, wo ihr verschiedene Materialien dabei habt. Und wir wollen jetzt mal versuchen, einfach mal hier ein Material zu ändern. Ich sag mal so, ich nehme mal die Wand hier raus. Ich lösche jetzt erstmal hier den Kontext. Wood Wall oder Wooden Wall. Ich nehme jetzt mal einfach alles raus hier und versuche dann mal aus dieser Holzwand eine zum Beispiel Backsteinwand zu machen oder irgendwie eine Stahlwand oder so. Ja, man sieht jetzt hier, hat er zwar nicht die Wand removed, aber er hat sich selber was ausgedacht. Und zwar hat er hier irgendwie versucht, so Möbelstücke ja, zu platzieren. Ich würde sogar sagen, es ist ihm eigentlich relativ gut gelungen. Jetzt nicht perfekt, aber wie gesagt, es ist auch eine sehr große Fläche. Wenn ich jetzt hier vielleicht nochmal reingehe und sage, Couch zum Beispiel einfach, ich sag mal einfach Yellow Couch, so was Cooles machen hier. Bisschen ballern muss das ja. So, man sieht auf jeden Fall, er hat es hingekriegt, etwas Couch-ähnliches zu generieren, ne, verschiedene Modelle. Finde ich eigentlich so echt ganz, ganz cool. Coole Idee. Was ich auch sehr beeindruckend finde, ist, dass er auch diese Lichtverhältnisse immer hinkriegt. Also man sieht, dass das Licht kommt von hier vorne und dass hier diese Fläche dunkler ist. Auch der Schattenwurf hier in der Reflexion im Boden hat er wirklich gut hingekriegt. Jetzt will ich noch mal einmal versuchen, wenn ich jetzt grob hier diese Holzwand nehme und sage jetzt hier, mach mir daraus eine Brick Wall. Immer ein bisschen Kontext da lassen. Mal sehen, ob er es hinkriegt, die Perspektive zu verstehen, die Lichtverhältnisse zu verstehen. Wie gesagt, wir sind hier immer noch in der Beta drin. Wir haben hier keine vollständige Version, also da wird noch einiges passieren, aber Leute, schaut mal, also wenn ihr wirklich nur in Photoshop unterwegs seid und nicht rendert, was natürlich dann schneller wäre, einfach das Material zu ändern, aber
ist es doch wirklich unglaublich. Also vor allem jetzt bei dem Beispiel hier. Schaut man, wie hier das Licht in das Fenster fällt. Man versteht, okay, hier ist noch so ein Lichteinfall. Oben ist die Kante dunkler. Also für eine schnelle Perspektive unschlagbar. Ich habe jetzt mal Lust, hier zum Beispiel noch was anderes hinzustellen. Einfach mal ein letzter Test. Ich mache mal eine kleine Lampe zum Beispiel. Standlight. Wenn man das überhaupt so sagt, Stehlampe, Stehleuchte, Blue Light. Was schwierig sein könnte, ist jetzt, ich habe gesagt, er soll ja blaues Licht machen. Vielleicht, also er wird das Licht ja auch irgendwie auf die Materialien werfen. Ich habe jetzt natürlich einen relativ kleinen Auswahlbereich. Also es kann natürlich sein, dass die Lichteinfall jetzt nicht ganz stimmt. Aber er hat jetzt die Lampe auch nur blau gemacht, er hat das Licht nicht blau gemacht. Das ist doch absolut krass. Schaut mal hier unten bitte. Der Schatten, der hier in das Fenster reinkommt. Die Lichtverhältnisse, die Reflexion. Es ist wirklich unglaublich. Auch dieser kleine leichte Schlagschatten an der Wand, der sich hier verändert. Man sieht das ja auch, wenn man hier das reinmacht, dass sich der Schatten verändert. Wahnsinn. Ich probiere es jetzt noch mal einmal, wenn ich hier das ein bisschen größer mache und sage Blue Light Bulb. Blue oder Blue Glowing Light. Macht man so. Mich interessiert einfach nur, wie der jetzt damit umgeht, wenn ich dieses blau abstrahlende Licht mache, wie er das auf die anderen Materialien überträgt. Weil theoretisch, klar, wenn ich ein sehr starkes blaues Licht habe, würde sich das im ganzen Raum verteilen. Aber er scheint auch damit nicht so richtig zurechtgekommen zu sein. Irgendwie ein Fernseher an der Wand. Das ist ja noch, ist ja vielleicht noch ganz lustig. Bis noch einmal. Light Bulb, Blue Glowing Light Bulb. Gut, aber ihr merkt schon, man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, man muss ein bisschen herumprobieren. Gut, das ist jetzt eine sehr große Glühbirne. Scheinbar war mein Ergebnis hier nicht wirklich gut, das, was ich hier reingetragen habe. Aber wenn man sich mal hier zum Beispiel dran orientiert, zum Beispiel noch sagen, hier der Fuß gefällt mir natürlich unten nicht. Mach mir den nochmal einmal bitte vernünftig. So, jetzt seht ihr hier einfach mal nochmal unten den Boden angefasst und schon, ich würde sagen, Variante 2 super. Es ist einfach unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Ich bin jedes Mal wieder völlig beeindruckt, wenn ich sehe, wozu KI einfach heutzutage schon imstande ist. Ein letztes Beispiel habe ich für euch noch, und zwar etwas, was jetzt nicht mit Visualisierung und Rendering zu tun hat, sondern es geht hier um ein Moodboard. Ich habe jetzt hier ein Moodboard, was einfach so ein bisschen Materialien zeigt, um so eine Stimmung für ein Projekt vielleicht zu zeigen. Und auch hier möchte ich euch zeigen, dass man das Bild zum Beispiel erweitern kann, ne, sagen wir mal so. Und wenn man jetzt sagt zum Beispiel, das Moodboard soll noch ein bisschen größer sein zum Beispiel, ne, nimmt man sich wieder diese Fläche. Und sagt zum Beispiel Material Moodboard. Jetzt muss man natürlich schon sagen, klar, wenn man jetzt ein Moodboard hat, dann kann man natürlich nochmal reinschreiben, ich möchte jetzt hier eine Holzplanke haben, ich möchte vielleicht einen Marmor haben. Okay, er hat es wohl ein bisschen anders verstanden, als ich das gemeint habe. Ich lösche das nochmal einmal raus und mach einfach mal nur das hier hin. Da müsste zumindest schon mal der Hintergrund grau sein. So, den Hintergrund hat er jetzt schon mal super hingekriegt. Meine, da gibt es auch eigentlich bei den Varianten nicht so viel zu sagen. Hier gibt es irgendwie so einen Text noch dazu, aber ist eigentlich egal. Und ich sage jetzt mal zum Beispiel, möchte ich, dass wir hier nochmal ein Woodplank vielleicht haben, so ein Holzboard. Oder Plank. Und was mich jetzt interessiert, ob das hinkriegt, zum Beispiel auch diesen Schattenverlauf zu verstehen. Ne? Also wir haben jetzt so eine Komposition aus verschiedenen Materialien, aus diesem Stein, aus diesem Marmor und diesen Hölzern. Und ja, in der Tat, wie zu erwarten, versteht man komplett hier, ja, was wir für Material haben. Also ich glaube, das fände ich jetzt irgendwie ganz cool, das würde ich hier lassen. Und jetzt kann man hier vielleicht noch hingehen und sag irgendwie
zum Beispiel Leaves, noch ein paar Blätter, ein bisschen Laub, um vielleicht diesen natürlichen Look noch ein bisschen zu verstärken. Und so kann man jetzt halt reingehen und sich solche Moodboards komplett verändern und gestalten, wie man möchte. Gut, das nehme ich mal noch dazu. Und ich sag mal, hier möchte ich vielleicht diese Marmorplatte vergrößert haben. Marble. Einfach nur Marble. Mal sehen, ob er sich jetzt auch im unteren orientiert oder ob er einen kompletten neuen Marmorblock macht. Aber ich glaube, ihr habt das Prinzip schon verstanden. Und ja, wir haben jetzt hier einen neuen Block, der sich einfach da oben dran setzt. Hier werden sogar die Proportionen aufgenommen. Also es ist wirklich, ich muss wirklich sagen, es ist einfach unglaublich, wie er hier arbeitet. So. Yellow Cup oder Yellow Bowl. Tja, Leute, also ich sag's euch, es ist egal, was ihr wollt. Es ist egal, was ihr braucht. Die Photoshop-KI kriegt es einfach hin. So, hier ist der Rand noch ein bisschen unsauber. Aber ansonsten, also das Einzige, wo ich bisher gemerkt habe, wo es noch nicht so fit ist, wo zum Beispiel Midjourney deutlich besser ist, sind Menschen zu generieren, also menschliche Gesichter. Aber ich glaube auch da, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Gesicht reingeht, das sieht dann vielleicht noch ein bisschen komisch aus. Irgendwas verstößt in die Benutzerrichtlinien. Ich glaube, wenn man dann da nochmal reingeht und der sagt, hier, mach den Mund nochmal anders, mach die Augen nochmal anders, sollte das eigentlich gar kein Thema mehr sein. Also es ist einfach wirklich, wirklich ein sehr, sehr spannendes Tool. Und ich kann jedem von euch empfehlen, versucht es mal aus, probiert es aus, wie ihr euren Workflow verbessern könnt. Falls ihr euch übrigens interessiert dafür, wie ich dieses Moodboard gemacht habe. Dieses Moodboard ist mit Midjourney entstanden, ein anderes KI-generiertes Tool, worüber wir auch schon mal ein Video gemacht haben, was du jetzt hier gerade eingeblendet sehen wirst. Und ja, wir finden es sehr, sehr spannend von euch zu erfahren, was ihr über das ganze Thema KI denkt. Falls du noch mehr wissen willst, schau dir das Video an und wir sehen uns beim nächsten Mal.